Moin Leute, willkommen zu meinem nächsten Video. Heute bin ich in einem verlassenen Ferienlager. Die Gebäude sind schon so ein bisschen runtergekommen. Ich hoffe, hier gibt es noch ein paar Sachen zu sehen. Wird wahrscheinlich eher ein kleines Video werden, aber auf geht's. Hier vorne sieht man direkt Gebäude Nummer 1, was eher einer Ruine gleicht. Also da ist nicht mehr viel von übrig. Ich versuche noch mal irgendwie einen Eingang zu finden. Vielleicht lässt sich da noch irgendwie was entdecken. Okay, das ist auf jeden Fall schon komplett eingestürzt. Da oben kann man schon komplett durchgucken. Schade, schade. Aber gucken, ein, zwei Gebäude sollen hier noch ein bisschen erhaltener sein. Die werde ich mir mal angucken. Da vorne zum Beispiel das große. Das wird, denke ich mal, noch ein bisschen besser im Schuss sein. Das ist sogar größer als erwartet. Ich dachte, das wäre ein bisschen kleiner. Sieht aber auch sehr interessant aus. Hier scheinen noch so ein paar Sachen auf jeden Fall drin zu sein. Ich werde mal einen Eingang suchen. Ich könnte jetzt auch über das Brett hoch, aber scheint nicht das stabilste zu sein. Aber hier wird es wahrscheinlich auch einen normalen Eingang geben. Sonst kletter ich da eben durchs Fenster. Das hier scheint auch das Hauptgebäude zu sein von dem ganzen Komplex. Und ich habe hier auch gerade den Eingang schon gefunden. Gucken. Taschenlampe nochmal rausholen und dann geht's ab. So, hier sieht man schon das erste Bett rumfliegen. Ja, es ist eher eine Ruine, als dass es hier noch Spannendes zu sehen gibt, denke ich. Hier schien ein Waschbecken gewesen zu sein. Und das war dann die Toilette. So, diesmal gucke ich nicht in die Toiletten. Die Deckel sind auch noch alle zu. Na, der ist offen. Nee, diesmal keine Scheiße. Okay, hier war wohl das Jungsklo. Hier sind auf jeden Fall Mini-Pissoirs. Ja, im Ferienlager waren wahrscheinlich eher dann Kinder und die Betreuer halt. Aber das schien auf jeden Fall das Gebäude der Kinder zu sein. Okay, hier sind noch mehr Pissoirs, aber die sind ein bisschen höher, habe ich das Gefühl. Oder? Ja doch, ich glaube, die sind höher. Ah, dann wird das wohl die Toilette der Betreuer gewesen sein, weil hier gibt es auch nur ein normales Klo. So, was haben wir denn hier? Hier war nochmal ein Gemeinschaftswaschraum oder wie man es auch immer nennen will. Hier wurde wahrscheinlich immer gemeinschaftlich morgens Zähne geputzt. Für mehr wahrscheinlich auch nicht großartig benutzt. Falsche Richtung. So, und so sahen dann die normalen Räume aus. Hier hatte wohl auch jeder Raum nochmal so ein kleines Waschbecken. Gehe ich mal von aus, dass hier eins dran hing. Ah, guck mal, hier sind die Boiler. Boiler 1 und Boiler 2. Warm Wasser hatten sie hier auf jeden Fall genug. Und hier war der nächste normale Raum. Oh, das ist ein bisschen größer. Entweder sind hier mehrere Kinder untergekommen oder vielleicht war das auch Raum der Betreuer. Ich weiß nicht, ob das vielleicht alte Heizungen sind. Doch, doch. Da sind noch alte Heizstäbe drin. Ich gehe mal davon aus, dass das die Heizung damals war. Okay, Zellenbeleuchtung. Als ob das hier so ein Knast ist. Naja, oh, und mir das Stabilste hier. Ja gut, das ist komplett leer gerupst hier. Ah, hier war, ist noch ein altes Hochbett. So ein Doppelbett. Also so ein Doppelhochbett. Ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, hier haben sie dann immer zu zweit oder vielleicht sogar zu vier drinne gepennt pro Raum. Ja, wie ich mir gedacht habe, hier waren echt nur Schlafräume. Ah, hier sieht man nochmal, wie die Öfen aussahen damals. Die Öfen. Da waren noch damals so Fliesen vor. Hier drinnen Steine geschichtet und da gingen dann die Röhren drumrum. So dass die Steine aufgeheizt wurden. Und dann hat er die Wärme durchgehend gespeichert und ausgestrahlt. So, jetzt werde ich nochmal schnell hochgehen. Oh, da ist die Straße. Ah, geil! Hier sieht man nochmal, wie die Betten richtig aussahen. Oh, auch noch ein heiler Ofen. Oder Heizung. So kann man sich mal vorstellen, wie so ein Raum hier aussah. Hier liegt auch noch das Gestell von einem zweiten Bett. Das heißt, ich gehe mal fest davon aus, dass jeweils vier Leute pro Raum Platz gefunden haben. Ah, hier sind sogar noch die Polster drauf und zwei Betten. Nee, Quatsch.
Hier um die Ecke steht noch eins. Hier reingehen. 6 Betten. Also 3 Betten und jeweils pro Bett 2 Leute. Das heißt, 6 Leute konnten hier pro Raum pennen. Dann haben hier ordentlich ein paar Leute reingepasst. Ah, hier kann man mal ganz gut sehen, wie die Räume wirklich ausgesehen haben. Hier links stand wohl immer ein Schrank. Dann hatten die hier, ich denke mal, ein paar mehr Stühle. Und dann insgesamt 3 Betten. Und die hatten... Alter, wie alt ist das denn? Die hatten in den Polstern, in den Matratzen, einfach noch Heu drinne. Das habe ich vorher auch so noch nicht gesehen. Verrückt. Also hier oben werden wahrscheinlich auch nur normale Räume gewesen sein. Genau, hier die nächsten Betten. Da auch. Oh Leute, es gibt einen Dachboden. Ah, da werde ich auch gleich nochmal hochgucken. Oh, die Leiter sieht ja mal noch neu aus. Scheiße, ich darf hier auch nicht zu doll Richtung Straße leuchten. Da fahren die ganze Zeit Autos lang. Und hier... Ah, hier war so eine Notfalltreppe, dass man hier runter konnte. Okay, sieht auch nicht mehr sehr stabil aus. Oh, die wackelt auch schon ein bisschen. So, da drüben noch ein Haus. Ich denke mal, das werden auch wieder hauptsächlich Räume sein, aber ich gucke mir das auch gleich nochmal an. Erstmal will ich wissen, was auf dem Dachboden drauf ist. Hier steht auch schon perfekt ein Tisch drunter, dass man wenigstens schon mal hochgucken kann. Oh, der Tisch ist auch nicht mehr so stabil. Ja. Oh Gott, hier ist auch nichts Großartiges. Schade. Fast abgepackt, ey. Na gut. So, dann werde ich mal aus dem Gebäude hier rausgehen. Sieht auch creepy aus mit diesem gruseligen Gang hier im Hintergrund. Genau, eins wollte ich noch mal gucken. Und zwar von ein bisschen weiter hier hinten. Da ist das Fenster heil. So, hier sieht man mal ganz gut, was noch alles dazugehört. Da sind noch ein paar kleinere Hütten. Ja, die meisten davon sind aber leider schon ein bisschen eingefallen. Steht wohl auch schon ein bisschen länger leer. Aber vielleicht finden wir wenigstens ein bisschen was von der Einrichtung, dass man wenigstens noch so grob erkennen könnte, wie es da mal in den einzelnen Hütten ausgesehen hat. Das wäre ja auch nochmal interessant zu wissen. Da sieht man nochmal ganz gut die Feuertreppe oder ja doch Notfalltreppe, wo ich eben drauf war. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier auch nur normale Zimmer waren. Oh, okay, hier waren eher so Aufenthaltsräume. Da hinten steht ein Ofen und hier ein richtig, richtig geiles Bild. Da wäre ich jetzt auch gerne. Schön in den Alpen. Gehe ich mal davon aus, dass es in den Alpen ist. Geil. So ein Bild will ich auch unbedingt mal in mein Zimmer haben. Werde ich jetzt mal als Inspiration nutzen. Und hier hinten steht noch so ein alter Ofen. Aber von dem ist auch nicht mehr sehr viel übrig. Aber ich gehe mal davon aus, dass es keine normalen Schlafräume waren. Okay, vielleicht war das hier auch so die Essensräume, hier zum Beispiel so eine Essensausgabe, dass hier hinten dann die Küche war. Das könnte einigermaßen hinkommen. So, hier wurde das Essen fertig gemacht und hier dann den Kindern rausgegeben. Das kann natürlich auch sein, hier durch diese kleine Theke oder was das ist. Geil, ach Durchreiche heißt das, Durchreiche. Hier unten steht auch noch so ein Mikrofernseher. Und hier gibt es anscheinend noch einen Keller. Naja, nur so ein unterirdisches Gewölbe, sag ich mal. Richtig Keller kann man es nicht nennen. So, hier auch nochmal Toiletten. Ja, aber das macht Sinn, dann wird hier so ein Essensraum gewesen sein. Dann werde ich mir jetzt nochmal die kleinen Hütten angucken. Ach, und das Gebäude, was ich hier noch hintergesehen habe. Aber es kann sein, dass es gar nicht mehr dazugehört. Okay, das gehörte anscheinend dazu. Aber das sind auch nur komplett eingefallene Gebäude. Die haben die beste Zeit schon hinter sich. Oh Gott, das Dach hier ist schon komplett runtergekommen. Schade.
Okay, jetzt verändert sich alles. Ich glaube, das war der Essenssaal. Das macht Sinn. Weil das ist hier viel, viel größer, weil da waren ja ordentlich ein paar Zimmer, wo immer 6 Kinder rein konnten. Und hier hinten vielleicht die Küche. Ja gut. Na doch. Ja, hier liegen noch ein paar Töpfe. Da könnte die Küche gewesen sein. Entweder nur dahinter oder der ganze Bereich hier. Das würde schon am meisten Sinn machen, dass das jetzt das Essensgebäude ist, also der Speisesaal, sage ich mal. Und hier hinten, was haben wir hier noch? Ah, das ist doch ein Kühlschrank oder eine Gefriertruhe oder so. So eine alte, kann das sein? Ich gehe einfach mal davon aus. Ja, hier ist auch noch ein Kühlschrank. Ja, da ist die Kühltruhe. Das wird hier auf jeden Fall der Speisesaal gewesen sein. So, als nächstes werde ich jetzt noch zu den kleinen Gebäuden gehen. Mal gucken, ob es da noch irgendwas drin zu entdecken gibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass da auch nichts mehr drin sein wird, weil die auch schon zur Hälfte eingestürzt sind. Ich glaube, eins war noch relativ gut erhalten. Gut. Aber mal schauen. Irgendwas werde ich da wohl sehen. So, hier ist Hütte Nummer 1. Okay, da scheinen schon Bäume raufgekippt zu sein. Oder ein paar Äste zumindest. Da ist auch nicht mehr viel von übrig. So, aber hier zum Beispiel ist noch eine kleine Hütte, die ein bisschen besser erhalten ist. Gut wäre jetzt übertrieben, aber zumindest ein bisschen besser. Okay. Ja, aber das ist ja... Ja, es ist nicht mehr viel drin hier. Ein paar vereinzelte Sachen. Aber man kann sich noch so grob vorstellen, wie das Ganze hier aussah. Also hier wird safe die Toilette gewesen sein. Hier sind noch die Anschlüsse dafür. Was das hier für ein Raum war, weiß ich nicht. Hier ist, denke ich mal, so ja, alles gewesen. So ein kleiner ja, Wohnraum, gehe ich einfach mal von aus. Und dann ist hier hinten irgendwo der Schlafraum gewesen. Das war, ja, das wird wahrscheinlich dieser Raum hier sein. Da liegt auch noch eine Matratze oder so eine halb vergammelte. Und hier nochmal so ein kleines Ankleidezimmer, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber das war es dann auch schon. Das hier ist das letzte Gebäude auf dem Gelände. Ah, hier ist auch noch ein bisschen mehr drin. Hier sieht man nochmal ganz gut, dass hier auf jeden Fall auch Sessel bzw. auch bestimmt ein Sofa drin war. Aber die Aufteilung ist genau dieselbe. Hinten Schlafzimmer, ich nenne es mal Ankleidezimmer hier in dem Bereich. Jetzt können wir noch mal sehen, was das war. Ah, eine kleine Küche. Hier sieht man das noch mal ganz gut. Das muss auf jeden Fall eine kleine Küche gewesen sein. Und dann die Toilette. Ja, das war es jetzt leider schon mit dem Gelände. Mehr gibt es hier nicht zu entdecken. War trotzdem relativ interessant, also einfach mal zu sehen, wie das damals so war in so einem Ferienlager. So, ich verabschiede mich. Falls es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da und ein Abo und was alles so dazu gehört. Ich werde mich jetzt verabschieden, Leute. Haut rein. Wir rauchen,